So. Und das hier sind dann die Wachtürme. So. Also hier können sich dann die Gnome reinbegeben und hier rausschießen. Beziehungsweise hier kann die Schussfallen hinstellen. Oder Tesla-Türme. Das können die Gnome ja auch bauen. Ja, das müsste okay sein. Dann geht es hier nämlich weiter. Nochmal drei Felder. Nochmal drei Felder, so. Oder sagen wir einfach nochmal einen guten Schub. Dann geht es hier drei Felder breit weiter. So. Und geht hier einmal rum. Ja, bevor es wieder runter geht, weil das hier wird dann unser Fallenlabyrinth sozusagen. Also hier der ganze Bereich hier. Und auch hier drüben vielleicht ein Stück. Also dann wird es einfach so machen, werden wir es einfach so machen, dass hier eine Abzweigung ist. So. Hier eine Abzweigung ist. Die dann irgendwann wieder hier rüber führt, wo dann die Gegner durchpreschen können. So, und hier geht's dann runter wieder. Also channeln. Ah, das war jetzt zu viel. So, und wenn wir hier runter gechannelt haben, geht's dann eben hier weiter. So, für unsere letzte Verteidigung, die große Halle. Also hier drüben werden wir dann wahrscheinlich Kasernen errichten. Also ja, und ich gebe auch schon mal die wichtigsten Channel-Aufträge in Auftrag, dass das auch klappt. Und das sieht irgendwie ulkig aus, dass da der Boden grün ist. Peat. Und das ist Granit. Okay. Was ist das für Boden? Der sieht komisch aus. Granit Cavern Floor. Achso, der sieht einfach nur anders aus. So, wie ich jetzt gesagt habe, ich designate und channele hier. Von hier bis hier. Mhm. Und ja, ich kann die Halle später noch vergrößern sogar und hier links und rechts noch ein Stück hin machen. Dann haben wir einfach hier eine Plattform, wo sich die Feinde sammeln können. Also wo ich Feinde einsperren kann, indem ich einfach hier hinten noch eine Brücke hin montiere. Ja, und dann klappt das alles auch, hoffe ich mal. So. Hier wollte ich noch channeln. Okay, die Jungs haben Durst. Und wir haben... Oh, ich habe ganz vergessen zu gucken. Wir haben Stray Forest Spider. Dew Beetle und Stag Beetle. Ah, wahrscheinlich Männlein und Weiblein. Also ja, die mögen Käfer.
So, währenddessen können wir uns mal kurz in den Workshops umgucken, was die Gnome so haben. Also die Standardsachen. Ah, ein Leveling Machine. Agrarkultur, Brewery, Stable, Slaughterhouse, Sawmill. Also ja, Area, Administration, Animals, Nature Shrine, Advanced Animal Training Area, Animal Care, Excavation Site, Gnomic Mechanics, Tinkers Workshop, Gadgeteers Workshop. Und das hier ist das Besondere an Gnomen, die Automanufacturing. Also dort können wir dann besondere Maschinen aufstellen, zum Beispiel einen Stonecutter, einen Woodcutter, einen Furniture Sampler. Und die machen uns dann eben die Gegenstände automatisch, was ganz cool ist. So, unser Zugang sieht ganz, von hier aus sieht unser Zugang ganz unauffällig aus. Nur hier sieht es ein bisschen unnatürlich aus, hä? So, es wird schön gemeinert. Wir haben hier jetzt unseren ersten Burggraben. Es channeln sie hier ein bisschen und meinen auf der anderen Seite weiter. Sehr schön. Und ja, wir sind Gnome, deswegen mache ich so viel Vorbereitungen. Gut, ich hätte auch viel früher und hätte einfach das Labyrinth komplizierter machen können, aber ich denke mal, ich lasse das so. Und ja, wir können mal kurz bei Buildings, bei den Machine Components. Wo sind Traps und so weiter gewesen? Traps, Levers. Upright Spear Spike. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Das sind nämlich die ganz normalen Traps. Und unter Workshops wird das Ganze ja nicht fallen, oder? Ah doch, hier. Mist Generator, Drill Rig. Steam Engine, also wir brauchen sehr viel Power. Thunderforge, Item Decorator. Mann, ich müsste mir wirklich mal das Handbuch ausdrucken für die Gnome. Und sogar Logical Machines, für was auch immer die nochmal gut sein sollen. Nee, aber ich suche eigentlich Machine Components, Group Pump, nein. Animal Trap, sicher auch nicht. Support brauchen wir auch nicht. Trade Depot. Traps Levers normalerweise. Hive. Das ist für Bienen, Nestbox, Traction Bench. Archery Target, Restraint. Ah ja, für Tiere, Machine Components. Furnaces. Ah. Decoration. Artificers. Bombmaker. Clockwork Automatum Workshop. Ja, da werden die Roboter gebaut. Vertical Bars. Floor Bars. Weapon Rack. Slab. Path Road. Dirt Bridge. Siege Engines. Workshop, Furnaces. Brücken könnte ich beispielsweise schon bauen, aber nö. Oh, und wir sind wieder in dem grünen Zeug gelandet. Das sieht wirklich noch aus wie Erde. Und hier haben wir sogar schon wieder Sand. Okay. Hilfe. Wo habe ich mich da reingeritten? Was ist das hier oben?
Schist. Ah ja. Okay. Gut, wir müssen eh noch ein bisschen weiter runter. Aber hier mache ich mal wieder Designation erstmal. Hier kommt nämlich jetzt die große Halle hin. Also unsere letzte Verteidigung sozusagen. So wie bei den Zwergen auch, diese Brücke da. Dieses Brückenpodest. Und danach wird wieder gechannelt mit H. So. Und dann wird hier reingemeinert. Also ja, ich tue hier dann wieder channeln. Diesmal werden es aber dann zwei Etagen tief. Da muss ich erstmal gucken. Erstmal reicht uns hier der Platz hier oben völlig aus. Also auf dieser Etage gibt es da nicht viel. Ich glaube, hier baue ich dann irgendwo die Baracken hin. Wahrscheinlich einfach hier drüben, hier so an der Seite. Baracken und Trainingshallen und so weiter. Die dann die Sachen hier erreichen können. Aber jetzt erstmal das Wichtigste, die erste große Halle errichten. Und hier haben wir immer noch Erde? Fire Clay, ja. Das wird dann hier nicht ganz gerade gut sein, wenn wir da Steinmauern hinsetzen müssen. Also wegmeidern müssen, um dann Steinmauern zu bauen. Na gut. Wir haben jetzt erstmal Platz für unsere Haupthalle. Von der führt dann eine Treppe weg und Maschinenräume. Also wahrscheinlich eine Treppe ganz weit da hinten irgendwo. Und in der Haupthalle gibt es erstmal nur... ja, Trade Depot und solche Sachen eben. Also, Minern. Erstmal so, und dann müssen wir das Ganze auf beiden Seiten noch eins breiter machen. Ah ja. So. So. Dann kommen hier die Flügel, wo die Lagerstätten nachher die Stockpiles sind. Also ja, wir brauchen erstmal einen Hauptraum, wo wir ein Trade Depot aufbauen für später. Und auch die Stockpiles, die das Trade Depot beliefern, dann hinkommen. So, dann brauchen wir dazwischen ein bisschen Platz. So, machen wir mal 4-4 von oben und unten. Und in der Mitte nochmal 4. Ah, 5. Das klappt irgendwie nicht so ganz. So und so. Und dann x'en wir das die Mitte noch raus. Ja, so sieht das gut aus. Dann passt hier ein Trade Depot rein. Hier passen die Stockpiles hin. Und wir könnten theoretisch hier hinten schon die Treppen hinmachen, aber ich glaube, ich versetze die Treppen hinter dieses Ding hier. So, jetzt könnte ich hier theoretisch schon mal einen Channel-Befehl geben. Obwohl, nee, erst noch ein Mining-Befehl. Mining-Befehl. Ah, ja.